Willkommen zu Nintendo Labo Toy-Con Box 1. Ich habe mir dieses Spiel, nenne ich es mal, geholt. Und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe unfassbar Lust auf dieses Angelspiel. Der Rest, den wir noch hier so haben, hat mich noch nicht so ganz interessiert. Wir bauen gemeinsam in Schnelldurchlauf die Angelroute. Und warum sage ich Schnelldurchlauf? Ganz einfach, wir gehen so die Anleitung zusammen durch. Denn ich habe bereits die Angel fertig gebaut. Und ich werde euch mal so ein bisschen was dazu erzählen, wie der Aufbau so war, wie lange er gedauert hat, wie einfach es war, die einzelnen Elemente zu bauen oder auch rauszutrennen. Und ja, was soll ich sagen? Wir fangen einfach mal an. Und zwar fangen wir erstmal an mit der Verpackung von Nintendo Labo. Sie ist sehr, sehr geordnet und sehr, sehr übersichtlich. Gar kein Problem gehabt, irgendwie zu erkennen, welches Set zu welchem Minispiel gehört. Und nachdem wir am Anfang so eine Toy-Con-Halterung bauen sollten, ich denke mal, das diente nur rein den Übungszwecken, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wie man was zu knicken hat, wie das mit den Anleitungen hier funktioniert, musste man am Anfang so eine Toy-Con-Halterung halt bauen. Dauerte nicht lange, dauerte 5 Minuten oder so. Und dann haben meine Frau und ich gemeinsam an diesem Angelset gebaut. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben uns die Arbeit mehr oder weniger geteilt. Jeder hat so seine zwei Pappschablonen genommen. Das Heraustrennen ging wirklich sehr, sehr einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass das ohne Probleme alles vonstatten geht. Aber es ging wirklich ohne Probleme. Und nachdem wir das rausgetrennt hatten, sieht man ja, wie zum Beispiel jetzt hier auf der Anleitung gerade, dass es zwischendurch mal so kleine Öffnungen gibt, wie die links oben die beiden Löcher oder diese kleinen Öffnungen, wo diese Laschen so später reingesteckt werden. Auch da gab es keinerlei Probleme, das Gesamte rauszutrennen. Das hatte mich wirklich positiv überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte mit viel, viel mehr Problemen gerechnet, als ich ursprünglich dann doch hatte. Auch die Erklärung finde ich gut, auch wenn man zum Schluss immer wieder dasselbe macht. Es wird nicht einfach gesagt, dass, ja, so wie vorher auch oder wie auch immer, es wird immer wieder alles in Ruhe, Schritt für Schritt erklärt. Also ich muss sagen, ich habe oben die Texte gar nicht gelesen. Ich habe mir immer nur diese Fotos oder diese beweglichen Bilder angeguckt. Und das hatte wirklich voll und ganz ausgereicht, um ohne Probleme klarzukommen. Das Knicken ging wirklich so einfach, wie man das hier sieht. Man hat es umgedreht und dann sah man auf der Rückseite, die nicht bedruckt war, die einzelnen Knickfalten. Ich hatte bei zwei, drei kleineren Teilen das Problem gehabt, dass hier und da mal so eine Knickfalte fehlte. Das war, glaube ich, zweimal oder dreimal. Und da musste ich halt sehr, sehr behutsam sein und gucken, dass ich das gerade knicke. Aber okay, das ist halt Produktion, da kann man halt nichts machen. Das ist nicht vermeidbar einfach. Aber das ist nur die Ausnahme gewesen. Meine Bedenken waren ja auch einfach, dass diese Pappe, klar sieht man, dass die auch so ein bisschen verstärkt ist, nicht normale 0815 Pappe ist, dass die nicht so lange hält. Jetzt haben wir das Ding gebaut und natürlich ein paar Minuten getestet, ein bisschen gekurbelt, wie auch immer. Und ich glaube, sie hält doch länger, wie ich angenommen habe. Aber ich spreche aus der Sicht eines Erwachsenen. Wir spielen das Angelspiel eigentlich nur mit Erwachsenen. Ich hätte jetzt auch keine Idee oder auch keine Ahnung, wie es ist, wenn das dauerhaft von Kindern benutzt wird.
Ich hoffe mal, ich habe das nicht so hundertprozentig mitbekommen, dass man recht schnell Ersatzteile dafür bekommen kann. Stelle ich mir aber problematisch vor, wenn zum Beispiel jetzt ein Bauteil, was sich so mittendrin befindet, abnutzt, ob ich dann alles wieder so auseinander bekomme ohne Probleme. Weil ich bezweifle das nämlich irgendwie. Dann müsste ich eigentlich ein komplettes neues Angelset bekommen mit allen Schablonen, die es davon gibt und quasi dann das Angelset nochmal von neuem bauen. Aber es ist noch nicht lange nicht so weit. Ich hoffe auch, dass mir das lange erspart bleibt. Man hat natürlich auch hier und da Ersatzteile, die man schon von vornherein bekommt. Zum Beispiel Gummibänder hat man schon mehrere bekommen. Oder es gibt auch so ein kleines Pappstück, da ist so eine Note vorne drauf. Und das dient dafür, dass das als Geräusch dient, wenn man die Angelkurbel betätigt. Das soll quasi simulieren, wie so eine echte Angel auch klingt. Davon hat man gleich zwei, wenn sich die eine abnutzt, dass man noch gleich einen Ersatz hat. Ist natürlich sehr unwichtig, ob das Geräusch da ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wenn es dabei ist, ist doch schön. So sollte dann die Angel als solches funktionieren. Das tut sie. Und also was soll ich sagen? Wie ich schon sagte, das Bauen ging nach dieser Anleitung, die wir hier so sehen, auch ohne Probleme. Bei kleineren Teilchen, das hat dann eher meine Frau gehandhabt. Jetzt könnte ich ja sagen, sie ist daran gewöhnt, mit kleinen Teilen zu arbeiten. Aber das tue ich nicht. Damit schneide ich mir selber ins Fleisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Sondern einfach, ich hatte manchmal zu große Fingerchen gehabt, um die kleinen Ecken vernünftig zu knicken. Aber das kann auch vielleicht an meine Ungeduld gelegen haben. Wie jetzt, hier sieht man wunderbar Schablone A und B. Diese Teilchen soll man heraustrennen, wie diese Teilchen bei Schablone C und D. Das wird einem wunderbar gezeigt. Und eigentlich gibt es gar kein Problem, da durcheinander zu kommen. Und falls man etwas nicht verstanden hat oder man das überlesen hat, dann kann man mit Y ohne Probleme diese Bedienungsanleitung, die man so gezeigt bekommt, auch zurückspulen und immer wieder sich angucken. Und wie jetzt hier, hätte man ja auch einfach sagen können, alle sechs seitlichen Laschen einfach umknicken, aber man zeigt es trotzdem in aller Ruhe, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Also ich denke mal, dass Kinder damit auch keine Probleme haben werden. Bei diesem Teil hatte ich ein kleines Problem anfangs gehabt. Und zwar werde ich euch das gleich mal zeigen, wenn er das geknickt hat. So, jetzt hat er diesen, ich nenne es mal diesen Ninja-Stern. So, jetzt wird dieses da reingeklickt. Und da war eine Seite nicht ganz bündig, sondern richtig locker drin. Und mehr wie, ich sag mal, aneinander stecken konnte ich es ja nicht. Und dann dachte ich mir, ach du großer Gott, jetzt muss ich schon gleich Paketband holen und das zusammenkleben, damit das hält. Das ist ja super verarbeitet. Aber dieses Teilchen ist hier noch gar nicht fertig. Und nachdem alles fertig war, war das auch wunderbar dran gepresst. Und auch wunderbar feste. Das hier, dieses Durchstecken, ging leider nicht so einfach, wie das hier gezeigt wurde. Man musste schon ein wenig fummeln, weil auch die Karten manchmal gegeneinander so hängen geblieben sind. Und wenn man das mit Gewalt gemacht hätte, hätte man das ein oder andere auch verbogen. Deswegen war auch wichtig, oder ist auch wichtig bei den ganzen Bauen, auch wenn das laut dieser Anleitung schnell funktioniert, dass man wirklich Obacht walten lässt und wirklich in aller Ruhe gucken lässt. Also ich war zwischendurch auch mal da dran, wie das halt so ist, wenn man so einigermaßen das Prinzip verstanden hat, ein bisschen schnell zu machen. Aber da muss man sich zusammenreißen und wirklich in aller Ruhe warten,
bis die Anleitung einen das wirklich so nach und nach wirklich aufzeigt. Wie auch hier, manchmal geht das einfach nicht, dass das so wie hier so ganz ohne Probleme so durchgesteckt wird. Da bleibt das eine oder andere auch mal gegenseitig hängen. Und da das alles in Anführungsstrichen nur Pappe ist, muss man halt aufpassen, dass man kein Eselsohr reinmacht, keine Knickfalte reinmacht. Denn sonst könnte man später ein Problem haben, das Ganze nochmal vernünftig festzubekommen. Ich werde mir mal ganz kurz in der Zeit, wo ihr das hier seht, noch einen Schluck Kaffee gönnen. So, jetzt habe ich mir einen Schluck Kaffee gegönnt. Auch hier ist das wunderbar immer alles farbig markiert. Wie auf der Seite hat man jetzt links diesen blauen Strich. Den hat man auf der anderen Seite nicht, so wie ihr das seht. Das ist komplett blau. Also man braucht wirklich keine Angst haben, dass man irgendwas aus Unwissenheit falsch zusammensteckt, falsch knickt oder wie auch immer. Es ist nicht nur von der Anleitung alles wirklich haarklein erklärt, gezeigt und beschrieben, sondern auch die einzelnen Bauelemente sind wunderbar gekennzeichnet, farblich markiert oder mit irgendwelchen Pfeilen oder Strichen. Wie da, jetzt seht ihr einmal da einen Doppelpfeil und daneben noch ein Strich. Und da kann man gar nicht durcheinander kommen. Auch da seht ihr die anderen Ösen mit Unterlegscheibe. Die waren blau, der ist jetzt grau. Ich denke mal, es hat eine andere Größe, aber ich bin mir da nicht so sicher, oder andere Länge. Und bevor man da wirklich durcheinander kommt, ist diese Farbe grau nur rein für dieses Bauteil zuständig. Und ich fand das wirklich sehr, sehr gut erklärt, gezeigt und beschrieben. Ich kann das gar nicht oft genug betonen, weil man darf ja immer nicht vergessen, gut, ich bin jetzt natürlich ein paar Tage älter schon, ich bin auch natürlich Handwerker vom Beruf gelernt, das heißt, eine gewisse Fingerfertigkeit besitze ich auch, sonst hätte ich alle keine 10 Finger mehr. Das ist die Stelle, die ich meinte. Als ich das zusammengesteckt hatte, dann ist dieses, was ich gerade sagte, an der Seite, wo das nicht ganz gehalten hat, dran gepresst worden und danach war alles bündig zusammen, ohne Probleme. Da brauchte man, oder brauchte ich hinterher auch keine Sorge haben, dass ich irgendwie was kleben musste. Diese Dinger meinte ich, davon habe ich 2 Stück. Das dient dafür, dass, wenn ich jetzt die Kurbel drehe, dass so ein Klack-Klack-Klack-Geräusch kommt. Das war allerdings auch nicht so leicht zum Reinstecken, wie man das hier sieht. Das musste ich ein wenig tricksen, ein wenig Geduld walten lassen. Aber das ist ja nicht schlimm. Genau, was ich sagen wollte, ich bin jetzt auch Handwerker vom Beruf, habe natürlich dementsprechend auch eine gewisse Fingerfertigkeit, sonst hätte ich meine 10 Finger nicht mehr. Und ich habe es aus der Sicht versucht zu sehen von einem Kind oder auch wenn Kinder das mit ihren Eltern bauen und die Eltern das noch versuchen möchten mitzuerklären und zu veranschaulichen, das ist wunderbar und wirklich, ich sag mal ein bisschen überspitzt, wirklich idiotensicher. Das meine ich jetzt nicht despektierlich oder so, sondern dass man da echt keine Sorge haben muss, dass das irgendwie schlecht erklärt wurde. Man sollte eventuell bei kleineren Bauteilen das entweder gemeinsam mit dem Kind machen oder vielleicht als Erwachsener dann lieber einzeln oder selber, dass man sagt, okay, das Kind macht die großen Bauteile, wie jetzt zum Beispiel dieses Bauteil hier. Das ist vielleicht fürs Kind besser. Aber das müssen die Eltern ja selber irgendwie wissen, wie sie ihr Kind einzuschätzen haben. So, auch da am Anfang war ich nicht ganz so überzeugt von diesem Bauteil. Das ist ja die Halterung für den Bildschirm, nenne ich das mal. Braucht man nicht zwingend. Ich spiele ja auch übers Fernsehen. Aber ich war am Anfang da nicht so ganz von begeistert. Ich habe das zusammengestellt und dachte, ach, ob das alles so wunderbar hält.
Aber ich muss sagen, ja, das tut es wirklich. Es gab nur bei zwei Sachen ein kleines Problem. Das kommt gleich. Das werde ich euch mal sagen, was ich meine. Das ist jetzt einfacher gleich zu zeigen, wie jetzt zu erklären. Also als Bauzeit kann man sagen, wir waren jetzt wie gesagt zwei Erwachsene und wir sind jetzt nicht ganz so ungeschickt. Und wir haben gebraucht für die Angelroute, fürs Angelset, ich glaube zwischen anderthalb und zwei Stunden. Diesen Zeitraum haben wir ungefähr gebraucht. Ist auch angegeben zwischen 90 und 150 Minuten. Und wir haben auch wirklich langsam gemacht. Und das war wirklich alles gar kein Problem. Auch am kritischen Bauteilen wie hier wird doppelt geknickt, sodass man keine Sorge haben muss, dass da schnell was verknickt oder so. So, hier sieht man wieder das Ösenpaar. Hier ist es wieder blau. Braucht man keine Sorge haben, dass man dafür das Graue nimmt. Und wenn man sich mal vertut mit der Unterlegscheibe, dann sollte man das am besten mit einem Zentstück nochmal heraustrennen. Soll laut Anleitung wunderbar funktionieren. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Hier finde ich auch gut, dass sie sagen, ihr habt jetzt alles, was ihr braucht, draußen. Packt alles wieder zusammen, damit es nicht wegkommt und verstaut es wieder vernünftig. Apropos Verstauen, ich habe gesehen, es gibt eine extra Aufbewahrungsbox für alle Nintendo Labos. Ist die Mehrzahl von Labo Labos? Ja, bestimmt. Kostet zwar ein bisschen viel, werde ich mir aber den jetzt kaufen, damit die Sachen gut verstaut sind. Obwohl ich erstmal nur das Angelset sowieso im Gebrauch habe, weil das ist das einzige Spiel, was mich derzeit so interessiert. Aber ich kenne mich, der Rest wird mich früher oder später auch noch reizen zum Bauen. So, ich trinke noch mal einen Schluck Kaffee, bevor gleich die Stelle kommt, die ich meine. Von den Gummibändern, wie gesagt, haben wir vier Stück insgesamt. Sechs Stück. Oder waren es doch vier Stück? Entweder haben wir davon vier oder sechs Stück. Ich kann jetzt gerade nicht nachgucken, weil ich das Labo-Set wieder eingepackt habe und sicher verstaut habe. Aber ich glaube, davon haben wir vier Stück. Zwei Gummibänder brauchen wir hier und zwei als Ersatz. Aber da kann man auch ganz normale Gummibänder nehmen. Theoretisch kann man sogar kleine Kabelbinder nehmen. Aber würde ich jetzt nicht so testen. So, jetzt kommt das, womit ich Probleme hatte. Was heißt Probleme, aber was fummelig war. Jetzt nicht dieser Knoten. Die Länge haben wir auch ungefähr eingehalten. Sondern dieses Einführen, was man jetzt sieht. Da hätte ich das Loch ein bisschen vorher aufstechen müssen. Das Problem ist so, wenn man das Loch zu viel aufsticht und zu groß machen würde, würde dieser Knoten nicht mehr halten. Und das wäre ein Problem. Da war meine Frau ein wenig ruhiger und geschickter drin mit ihren kleinen Fingerchen. Und die hat das dann mit dem Knoten, das muss man insgesamt zweimal machen bei dem Angelset, hat es dann ohne Probleme dann selber gemacht. Wie da jetzt auch, da durchstecken, gar kein Problem. Aber dann dieses oben am Kopf einmal umknicken und dann da rein, fand ich am schwierigsten eigentlich von diesem Angelset. Der Rest war wirklich leicht und verständlich. Das war zwar verständlich, aber doch sehr fummelig. Und hätte auch Probleme dazu führen können, dass vielleicht dieses Loch zu groß ist und dann die Schnur nicht mehr richtig hält. So. Jetzt kommt 5 von 5. Achso, was ich auch hatte, wir haben ja das Labo-Set an zwei Switches ausprobiert. Weil wir ja zwei Stück haben. Meine Frau hat ja eine und ich habe ja eine. Und da mussten bei beiden Switches die Joy-Con-Controller geupdatet werden. Jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt, wegen diesem HD-Rumble, dass der nochmal irgendwie ein Update bekommen hat. Keine Ahnung. Aber damit muss man rechnen. So, jetzt habe ich
die ganze Zeit gelabert und gelabert. Und das Angelset wäre fertig. Ich trinke mal kurz noch einen Schluck Kaffee. Und wir werden jetzt mal noch eine kleine Runde angeln. Ich muss mich mal eben hier aufbauen. Und werde mal gucken. Den muss ich da rein machen. Und den muss ich jetzt so reinmachen. So, okay, jetzt drücken wir mal auf Spielen. Dann spielen wir mal eine kleine Runde Angeln. Und dann mal gucken, wie das hier auch mit dem Aufnehmen so funktioniert. Jetzt muss ich nämlich ein bisschen weggehen. So, Toycon wird überprüft. So, ich muss dich einmal... So, hier ist die Angel. Hier können wir es bewegen. Und wir werden mal so ein paar Minütchen spielen. Ich habe das natürlich noch gar nicht hier gespielt. Ich habe das eigentlich nur zusammengebaut und dann meine Frau beim Spielen ein bisschen zugeguckt. Wir nehmen mal hier sofort so eine Makrele. Das ist, glaube ich, am einfachsten. So, genau. Und dann gehen wir direkt mal ein wenig tiefer. Was haben wir da für welche? So, das haben wir Glück gehabt, weil wenn diese Schnur am Blinken ist, ist die kurz vorm Reißen. Jetzt haben wir eine Seebrasse. Und ja, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen runter. Vielleicht kriegen wir noch einen. Wer bist du denn? Und weil ich dieses Spiel so unfassbar interessant fand, habe ich mir wirklich dann dieses Nintendo Labo Toy-Con Set zugelegt. So, das war's aber für heute. Ich wollte euch nochmal ganz kurz dieses Spiel zeigen. Wir werden in Zukunft dieses Spiel häufiger spielen. Ich will diesen Hai fangen, der in den Gewässern da sich rumtummelt. Und ich weiß, dieser Hai wird fällig sein. Und deswegen werden wir gemeinsam dieses Spiel üben und spielen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken hier. Das macht aber gerade so einen Spaß. Ich glaube, ich mache noch einen Fisch, versuche ich noch. Machen wir denn hier einen? Natürlich müssen wir erstmal ein bisschen üben. So, jetzt bewegt er sich. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Schnur so ein bisschen... die Spannung, also die Schnur nicht mehr auf Spannung habe, so rum haben wir es. Ansonsten reißt sie. So, wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.